Ja, hallo und herzlich willkommen. Hier ist euer David von Scouten. Oh, das ist etwas hoppelig hier. Ja, ich will ein bisschen so von meiner privaten Seite so ein bisschen was zeigen. Und da, wenn mir wirklich alles so auf die Ketten geht oder auf den Keks geht, da ziehe ich mich ein bisschen zurück. Und wie ihr seht, nicht wahr? Ist das hier ein bisschen mystisch und spooky? Ja, ich befinde mich hier in unserem Ort, nicht weit von meinem Zuhause entfernt, in einem kleinen Naturschutzgebiet. Ich befinde mich auf einem alten Judenfriedhof, deswegen auch diese Grabplatten. Nochmal gucken. Richtig, das sieht man alles schön. Ja, und ihr werdet wahrscheinlich gemerkt haben, dass in den letzten Tagen oder auch ein bisschen spärlich von mir was rüberkam, was die Let's Plays angeht. Das liegt daran, dass bei mir Umbauarbeiten sind. Das heißt, ich werde mich mal hier hinsetzen. Das ist hier ein Stein, ein Steingrab. So, ja, das liegt daran, dass bei mir Umbauarbeiten sind, sowohl im Haus als auch vor allem am Haus. Und da wird denaturiert, dass kein Grashalm mehr wächst. Also das ist wirklich grotesk. Da, wo ich vorher den Anblick von Vögel, Hummeln, Bienen und weitere Naturereignisse, Eichhörnchen, ich bin ja so ein Naturliebhaber, was ich direkt vor meinem Fenster hatte, also so ein kleines Blumenbeet auch, also so einen kleinen Vorgarten direkt an meinem Wohnzimmerfenster. Ja, das wurde einfach völlig vergiftet mit so einem Sprühdings und dann eine Folie drauf und Hackschnitzel drauf. Also ich finde das schon grotesk, diese Denaturierung, was der Mensch sich so einfallen lässt. Dann wird es denaturiert und die Hackschnitzel, also die Bioabfälle der Denaturierung, wird mir dann wieder hier volle Kalotte, wieder voll aufs vors Gesicht geknallt. Also das bedarf keiner Worte. Also ihr werdet das Bild auch eingeblendet gesehen haben. Ja, kommen wir nun weiter zu einer kleinen Exkursion hier auf diesem Lohberg. Waldbeeren. Da könnte was vergraben sein. Schade, ich habe meine Spitzhacke nicht dabei. Butlerfleisch oder Höllepilz? Oder Dunkelpilz? Weiß ich nicht. Sind das Gräber eines Paladins oder von Paladin? Wir wissen es nicht. Naja, jedenfalls ist es nur früh am Morgen. Ich bin extra früh losgegangen. Das Wetter ist schön diffus, also die Lichtverhältnisse stimmen. Und weiter geht es mit ein paar weiteren Eindrücken. Hier auf diesem schönen naturerhaltenen und naturbelassenen Pfad auf dem Lohberg. Parallel hierzu gibt es noch einen Hauptweg. Ab und zu muss ich mal hier die Szenen unterbrechen, weil sehr viele Hundebesitzer und Besitzerinnen hier nochmal ihren Gang machen. Ja, und dann haben wir hier nochmal ein schönes spooky Place. Jetzt höre ich ein Flugzeug oben drüber. Ach, du liebes bisschen. Naja, ihr seht. Könnte man da ja noch was drauf schreiben. Hier zum Beispiel steht was drauf.
Und das alles hier in der Natur. Völlig gut. Wirklich ein entspanntes Plätzchen. Außer von da, da ist eine Hauptstraße. Da hört man ziemlich viel Verkehr. Gut, okay, man kann nicht alles haben. Ja, das ist mein alter Freund, eine sehr alte Eiche hier auf dem Lohberg am Judenfriedhof. Und ich wollte noch erzählen, also es gibt eine schlechte Nachricht und es gibt eine gute Nachricht. Die schlechte zuerst. Ich mache die Let's Plays Odyssey im Auftrag des Königs in der Version 2.4.2, glaube ich, nicht mehr weiter. Es wird in diesem Sommer oder Ende des Sommers, also jedenfalls in absehbarer Zeit, wird es eine neue, völlig neue Version geben, die 2.5 Version. Und da möchte ich ganz gerne weitermachen mit dieser Version. Und da freue ich mich richtig drauf. Ich freue mich auch auf die Mitarbeit, die ich freiwillig mache zu diesem Projekt. An dieser Stelle nochmal sei ganz herzlich gegrüßt an das Odyssey-Mod-Team. Ja, und wir sehen uns. Bleibt mir treu und gebt mir einen Kommentar und einen Daumen hoch. Abonniert mich. Ciao.